Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und wir haben eine große Schlacht vor uns und ich wollte die jetzt spielen, weil es eine große Schlacht ist. Und ja, ich wollte mal wieder eine große Schlacht zeigen. Und genau, wir sind mit den historischen Rom unterwegs, dessen bisschen im Wind. Er geht raus. Das ist cool. Das ist noch sehr viel besser, als ich dachte. Legion 7 und Legion 2. So. Wie stelle ich mich denn auf? Also, Le General geht hier hin. Ich glaube, das gepanzerte. Das Adlerkorte ist ganz rechts außen. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, okay, der hat die einfach durchgefuschelt. Genau, warte. Die Adlerkohorte muss eigentlich. So ist die eigentlich mittendrin. Das ist doch komisch. So. Genau, ich muss mal kurz schauen. Rüstung 100, genau. Genau, weil die gepanzerten Legionäre sind immer ganz vorne. Außer die Adlerkohorte ist ganz in der Mitte. So, und zwar so. Super. Die sind in der Mitte oder also in der zweiten Reihe und die sind hier. Das sieht doch schon mal gut aus. So, ich mache hier so eine Klotz Ding. Ich warte mal, bis der angreift. Nee, oder ich greife an. So. Genau, wir sind nämlich jetzt gerade auf dem Weg Richtung Frankreich. Das dauert natürlich noch ein bisschen, aber jetzt haben wir angefangen, schon mal die ersten Schritte in die Wege zu machen. Genau. So, hier machen wir genau dasselbe. Der Adlerkohorte kommt zwischen die. Die habe ich ja zufälligerweise genauso aufgebaut wie. Warte. Wie die andere Legion. Ganz zufällig natürlich. So. So. Das ist doch. Wieso bist du jetzt zurückgesprungen? Achso, das sind die auch. Na gut. Wenn es denen Spaß macht. Solchen Römern will man nicht entgegentreten. So. Die reden mir zu viel. Nein.
Man kann es ja nicht ganz getreu machen. Was interessant ist, was ich hundertprozentig schon mal erzählt habe, ist, dass die Römer, als sie noch auf dem Höhepunkt ihrer Zeit waren, als die Legionen noch zu 100%ig Römer bestanden, 80%ig aus Römer bestanden, und als die noch sehr lange Zeit gedrillt wurden, hatten sie so einen krassen Ruf, dass sie eben auf dem Schlachtfeld komplett in kompletter Stille erschienen sind. Und das hat die Feinde so demoralisiert, einfach die Stille, weil die anderen haben halt angefangen zu schreien und wenn man brüllt, macht man sich ja Mut. Und das haben eben die Römer nicht gemacht. Und wenn so eine riesige Armee kommt und einfach nur komplett still ist, das ist halt richtig heftig. Und zum späteren Zeitpunkt waren die dann auch weniger ruhig. Also, ja. Okay, ich muss die rechte Flanke bisschen stärken. Okay, ganz ehrlich, ich mag dieses Spiel. Also mit der Kavallerie so rumzureiten, das macht schon echt Spaß. Warte, der dich habe ich ja, stimmt. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Überrascht es dich? Warte, wie sind die da durchgekommen? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich muss noch den General töten. Ja. Das sind noch ein paar.
Ja. Ah, der war ganz in der Mitte. Super, ist dort. Gut. Ja, 170, 120, 30, 100, 200. Ja, der war gut. Ja, 4000 gegen 3000. 400 verloren. Ja, passt, ne? Das passt doch. Ich bin ja wirklich gespannt auf das neue Three Kingdoms. Aber ja. Wie gesagt, bin gespannt. Aber da werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen Zeit brauchen, um reinzukommen. Aber das macht man ja gerne. So. Genau, da ist noch was. Der wurde befördert, aber der gehört der falschen Fraktion an. Leider. Was ist passiert? Eine Bande hat die Kontrolle über die Hafen Roms erlangt und versucht, den Getreidenachschub der Stadt zu kontrollieren. Ah, das kenne ich ja. Sie bedrohen, beauftragt einige Männer damit, die Ratten aus ihren Löchern zu scheuchen. Sie bestechen. Diese niederen Kreaturen lassen sich leicht kaufen und die Getreideversorgung ist von höchster Wichtigkeit. Den Anführer meucheln lassen. Ohne Anführer wird sich die Bande schnell auflösen und das Getreide ist wieder sicher. Das habe ich gemacht und dann kam ein noch heftigerer Anführer. Ich glaube, sie bestechen ist richtig, aber ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, kommen Sie bestechen. Das ist, glaube ich, jetzt wichtiger. So, der geht zur Schule. Schuli. Ach, der hat auch was bekommen. Das ist natürlich super. Der bekommt noch irgendwas mit Kindern. So. Du hast auch was bekommen. Ja, das brauchst du eigentlich nicht. So. Ach hier. Da sieht man eine an. Genau. Genau, die habe ich gerade da hingestellt. Ja. Ich erinnere mich. Ja. So, Legion 2. Ja, wie gesagt, du bekommst leider nichts. Du bekommst auch nichts. Okay. Gut, erobert. So. 114. Ja. In 10 Runden sollten wir in die hier. Sollten wir in Afrika landen. oh je. Aber also ganz rein theoretisch habe ich die ja schon. Dies ist ein Zeichen erreichter. Na, wir erreichen nicht. Weil Karthago ist ja unser Klientel. Und die haben Afrika. Heißt es jetzt, dass wir, dass das jetzt passt, oder? Oh Mann. Oh. Wir hätten Karthago angreifen sollen. Aber, also, als Rom Karthago platt gemacht hat, waren wir mitten in einer Riesenkrise. Also, das war 146. Und zu der Zeit, wenn mich nicht alles irrt, kam dann Rhodos, ja, von den die Kreativen und entfernten ihre Männer von den Häfen. Ah, cool. Inspiriert, Eigenschaft erhalten. Ja. Okay, gut.
Hier ist einer. Wenn ich zu weit hervorsteche, kann er... Achso, das ist ein Admiral. Na gut. Gut, also dann stelle ich hier mal den da auf und besorge ihn mal alles, was es hier so gibt. Und ja. Upsi. So. Gut. Wieso sehe ich da jetzt nicht? Warte mal. Das, ich attentatiere dich mal. Warte, ich umstelle dich. Geh hier hin, geh da hin. Damit haben wir jetzt alle was bekommen, ne? Das ist halt immer so richtig gut. So. Alter. Legion 4 ist ja richtig heftig. Erfahrungsrang. Ja. Und der... Ah, den habe ich zum Krieger gemacht, okay. Mit Schwertern ist gut. Du hast nichts bekommen. Du hast auch... Na doch, du hast was bekommen. Geschossschaden ist natürlich auch super. Ja, aber Reichweite ist wichtiger. Doch, du hast was bekommen und das habe ich gerade übersehen. Du bekommst auch. Du bist auch zum Kommandanten. Wie sieht's denn da aus? Öffentliche Ordnung ist sehr gut. Nahrung ist gut. Ja. Hm. Epidamnas. Ja, dann mache ich hier einen Kriegshafen auch rein, damit hier die Garnison ein bisschen hochgepusht wird. Ah, da ist hier jemand. Das sind. Alter, ich kann innerhalb. Ja, okay, der Wohlstand hier scheint sehr gut zu sein. Du hast auch was bekommen. Du bekommst. Hier, das da. Chance auf Kinder bekommen. Geheimaktion. Öffentliche Ordnung. Rüstung. Schüsse. Ich mach mal die Schüsse. Für die, ja, okay, also hier ist eine Fullstack-Armee. Da ist eine Fullstack-Armee. Also ich könnte halt jetzt wieder Pelle einnehmen. Dann wird der Apollonia wieder einnehmen. Also er wird es versuchen, weil mit denen kann ich, das hatten wir ja schon mal. Kann ich das ganz gut verhindern? Die Frage ist, ob ich das machen soll. Also, ob ich... Warte, ich schau mal. Ob ich Pella einnehmen soll. Weil, also, Pella ist schon ganz gut verteidigt. Also 15 und 4. Das heißt, die Armee wird relativ angeknackt sein. Anheuern, ja. So.
So, was erforsche ich gerade? Minus Auftreten von Vorkommnissen, okay. Upsa. Ja. Kind bekommen. Die bekommen jetzt alle Kinder. Nee. Ja, Forschungsrate ist auch super. Kind bekommen? Ja. Gut. Kann ich die. Nee, kann ich nicht. Dann würde ich sagen, lassen wir das hier nochmal. Okay. Ich bin mal gespannt, ob wir da, jemals wieder in den grünen Bereich kommen. Also, dass wir jemals wieder das einholen, was wir durch die eine, durch das eine, verpeilt. Nein, 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 ja, das war ein Fehler. Aber egal. Durch den einen Bürgerkrieg haben wir ja so viel verloren. Und ich bin mal gespannt. Dieser sinnlose. Nö. Ich bin mal gespannt, ob wir das jemals wieder einholen können. Okay. Dies ist ein Zeichen erreicht. Nein. Also, es ist 113 vor Christus. Eben 105 ist Nordküste Afrikas. Und aber 93 ist erst Alexandria. Also. Ja, Alexandria könnten wir, glaube ich, erreichen. Also, wir müssen halt dafür wirklich Karthago den Krieg erklären. Okay. Das war abzusehen, aber trotzdem glaube ich, dass ich eine gute Chance habe. Aber das werden wir erst die nächste Folge sehen. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye. Schönen Tag noch. Bye. See ya. Sie müssen bestraft werden! Ja.